Zum 10. Mai 1996. Mitten in der Nacht brechen mehrere Bergsteigerteams auf zu ihrer letzten Etappe zum Gipfel des Mount Everest. Unter ihnen nicht nur Profis, sondern auch zahlende Gäste. Jeder hat so um die $60.000 für sein Abenteuer bezahlt. Und viele schaffen es sogar bis zum Gipfel. Nur wenige bemerken, dass über dem Tal des Schweigens schon dichte schwarze Wolken brodeln, dass der benachbarte 7000er Pomori schon eingehüllt ist. Und diese Wolken sind die Vorboten eines der tödlichsten Blizzards, die der Mount Everest in den vergangenen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten gesehen hat. 9 Bergsteiger lassen in dieser Nacht ihr Leben. Erfrieren, verschwinden, stürzen ab. Eine, die es bis zurück ins Lager schafft, ist die 35-jährige Lene Gammelgaard. Sie ist die erste Skandinavierin, die, zumindest geografisch gesehen, das Höchste erreicht, was man auf dieser Erde erreichen kann, und dann das Grauen erlebt. Wenn also jemand weiß, was eine Grenzerfahrung ist, wenn es jemand geschafft hat, aus einer persönlichen Krise, aus einer schwierigen Situation etwas Positives zu machen, nach vorne zu blicken, dann ist es diese Frau. Heute zeigt sie anderen Menschen, wie sie vielleicht eine persönliche Krise meistern können. Sie gehört zu den gefragtesten Unternehmensberaterinnen Europas und heute teilt sie ihre Erfahrungen mit uns hier. Herzlich willkommen, Lene Gammelgaard. Guten Abend, sehr spät abends. Ich werde mein absolut Bestes tun, um uns alles wach zu halten. Deswegen habe ich Bildern von Mount Everest und einige anderen Krisen- und Erfolgssituationen mitgenommen. Mein Thema im Leben, in mein Erwachsenesleben, ist diese, wie können wir Krisen in Erfolg verwandeln? Und das Besteigen von Mount Everest ist eigentlich durch eine Lebenskrise möglich geworden. Im 91 war ich mit meinem damaligen Ehemann auf einer Expedition in Nepal. Der wollte der erste Däne sein, der über 8000 Meter kletterte auf Daulagiri, der achthöchste Berg der Welt. Es ist denen gelungen, aber der wollte mich nicht dabei haben. Und das war eigentlich ein Beispiel unserer Ehe. Und ich war in einer tiefen Lebenskrise, weil ich habe den sehr, sehr geliebt, aber deren Haltungsweise im Leben, mit denen konnte ich absolut nicht leben. Das hat dazu geführt, dass der 1,5 Monate alleine mit Freunden diese Expedition durchgeführt habe. Und ich habe mich dann vorgenommen, ein kleines Berg auf 6000 Meter allein zu besteigen. Das ist mir nicht gelungen. Auf dem Weg raus von diesem Berg, Island Peak, habe ich eine amerikanische Bergsteiger-Expedition getroffen in der Kumbu-Region von Scott Fischer geführt. Und das hat dann in 1995 dazu geführt, dass ich eine Einladung zu einem von Scotts abenteuerlichen Expeditionen zum Pakistan bekommen habe. Nach 1,5 Monaten auf die größten Gletschers der Welt hat der Scott eine ganz einfache Frage gestellt. Möchtest du Mount Everest mit mir in die Frühjahr von 96 besteigen? Impulsiv habe ich ja gesagt. Und ich behaupte, dass sehr oft in unserem Leben stehen wir gegenüber diese zufällige Meetings, deswegen ist Networking auch so wichtig in unserer Zeit, durch diese unkontrollierbare Treffung von neuen Leuten können unfassbare Möglichkeiten entstehen. Das fordert von uns, dass wir offen bleiben, dass wir den Mut haben, eigentlich neue Leute, neue Situationen zu begegnen und auch zuzuhören, echt zuzuhören. Wenn ich zu dieser ganz kleinen Frage Nein gesagt hätte oder so getan hätte, als ob ich das nicht hörte, weil ich den Mut nicht hätte, irgendwie die Herausforderung aufzunehmen, dann wäre ich heute Abend nicht hier eingeladen. Deswegen, deswegen arbeite ich mit dieses The Winning Formula. Es gibt einen ziemlich einfachen Formular, einen ziemlich einfachen Rezept drauf, wie wir immer wieder wiederholen können, Krisensituationen in Erfolge
irgendwie umzuschöpfen. Und ich werde ziemlich viel Beispiele, selbst erlebten, selbst durchgeführten Beispielen, innerhalb die hoffentlich nicht zu lange Minuten mit euch teilen, weil es ist menschlich möglich und ich bin ein Beispiel drauf. Erstmal habe ich zu diesen Everest-Expedition ja gesagt. Ich hätte das Risikwilligkeit, das Wahnsinn, das Mut, das Offenheit, eine absolut neue Herausforderung anzunehmen. In Pakistan habe ich 7300 Meter hochgeklettert. Das war der höchste Rekord für mich bis Everest. Ich wusste ganz genau, ich weiß, dass ich die Ressourcen bis zum 7300 Meter habe. Ich habe die Erfahrung, ich habe die technische Ressourcen, ich weiß, wie ich auf die Höhe bis zum 7300 Meter reagiere. Aber 8848 Meter hoch ist der Everest. Und da gibt es fast 1,5 Kilometer in weniger und weniger und weniger, also Luft, Oxygen. Und das allererste, was ich tun musste, und ihr habt früher zugehört, als es so disputiert wurde, wie viel von unseren gehirnmäßigen Kapazität wir eigentlich ausnutzen. Und das ist ja ein riesen kleinen Teil. Das, was ich zuerst tun musste, um überhaupt die Chance mich zu geben, dieses Berg zu besteigen und auch zu überleben, das war neue Gehirnzellen irgendwie im Gang zu kriegen. Weil das reichte ja nicht, wenn ich mit meinen begrenzten Erfahrungen mit 7300 Meter an der Mount Everest ranging. Erstmal musste ich mich einbilden, ich schaffe das. Ich schaffe bis zum 8848 Meter zu klettern. Und darum geht es in dieses sehr einfache Formular, dieses einfache Rezept, wie können wir Krisen in Erfolge verwandeln. Erstmal müssen wir uns einbilden, wir schaffen das. Wir haben absolut keine Garantien, dass wir es schaffen. Wir haben keine Erfahrung, ob wir das schaffen können, weil das liegt in Zukunft. Aber wir können unseren Gehirnen programmieren, manipulieren, daran zu glauben. Aber erstmal müssen wir anfangen, uns selbst damit zu füttern. Ich habe in meinem Buch die letzten Herausforderungen immer wieder wiederholt, dieses zum Gipfel und heil wieder runter. Und das habe ich absichtlich gemacht, aufgrund der letzten Gehirnforschung. Weil da weiß man von der elitären Sportlern, dass wenn zum Beispiel Tiger Woods 20 Minuten jedes Abend, bevor er einschläft, in seinem Bett das beste Hole-in-One-Schlag immer wieder in seinen Fantasie durchspielt, dann gibt es genauso viel Trainierungsresultaten, als wenn er tatsächlich auf das Green war. Natürlich muss man auch irgendwann mal anfangen zu klettern oder Golf zu spielen, aber dieses gehirnmäßiges Einbilden, das hilft uns, neue Gehirnzellen in Gebrauch zu nehmen. Und das ist nicht irgendwie eine New Age Religion oder so, das ist forschungsunterstützt. Und das war das allererste in dieses Vision, mich selbst zu überzeugen, ich habe das Potenzial, dieses zu schaffen. In einer Krise müssen wir erstmal neue Hoffnungen wagen, erstmal irgendwie einen neuen Traum aufbilden. Und das ist immer wieder das Herausfordernde, wenn es Krisen gibt, weil dann haben wir die Motivation, nicht zu hoffen. Ich bin neulich ziemlich viel in Russland gewesen und so der allgemeine Russe, da habe ich mit mehreren gesprochen, das ist so davon geprägt, dass die wagen nicht zu hoffen, weil die wagen die Enttäuschungen nicht mehr. Und das müssen wir wagen, wenn eine Krisezeit ist. Wir müssen wagen, neu zu träumen. Wir müssen irgendwie das Gehirn dazu zwingen, neue Träume um Bergsteigen, Everest, was weiß ich, zu wagen.
Und wie können wir uns dazu motivieren? Wenn ich über Motivation denke und rede, dann bin ich todesernst. Deswegen habe ich dieses Bild von einer Kremation in Nepal mitgenommen. Weil in meiner Erfahrung gibt es sehr wenig hundertprozentig Lebensgarantien. Aber der eine ist, dass wir sterben sollen. Und hoffentlich wissen keiner von uns wann oder auch von was. Aber das ist eine faktuelle hundertprozentige Garantie, dass wir alle teilen, dass wir sterben sollen. Mir bringt es dazu, immer wieder nachzudenken, bin ich jetzt zufrieden in meinem Leben? Wenn ich in 24 Stunden sterben sollte, habe ich denn mein Leben so irgendwie durchgekämpft, durchgeführt, so dass ich, also sterben möchte ich sowieso nicht, aber so dass ich zumindest sage, ich habe es versucht. Ich habe alles reingesetzt, um Träume zu verwirklichen, um Krisen zu überwinden. Jedes Mal, wenn ich dazu so unzufrieden, weiß ich nicht so richtig, antworten, dann muss ich nochmal in mich suchen oder in meinen Umwelt suchen, um einen neuen Traum irgendwie herauszufordern. Weil in meinem Welt ist es so, wenn ich nicht weiß, wenn ich sterben soll, wann muss ich denn erst anfangen, erstmal herauszufinden, was will ich? Will ich durch diese Krise irgendwie in Depression oder Trinken landen oder will ich hier Selbstmord begehen oder? Oder will ich irgendwie einen neuen Weg finden? Und ich habe nur eine Wahl. Ich muss immer wieder einen neuen Weg finden, weil durch die Erfahrungen auf der Everest weiß ich, dass ich das kann, wenn ich das will. Aber erstmal muss ich mit dieser Einbildungsfähigkeit anfangen, neu zu hoffen. Und ich kann es nicht irgendwie bis zum Weihnachten hinschieben, weil wenn ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe, wann muss ich denn anfangen? Nicht morgen, aber jetzt. Immer wieder jetzt. Keine neuen Meetings, keine neuen Reports, keine nichts. Jetzt anfangen. Erstmal herauszufinden, wie kommen wir oder wie können wir uns vorstellen, durch diese Krise rauszukommen? Was ist ein grandioser Traum? Und dann damit auch anfangen zu arbeiten drauf. Das hier ist Mount Everest. Hier haben wir Lhotse und hier haben wir Nuptse, ein kleines bisschen niedriger als die 8000 Meter. Es gibt 14 8000 Meter Berge in der Welt. Und um zum Big Boys, Few Girls Netzwerk zu hören, dann geht es nur um die Besteigung von die 8000 Meter. Wir haben die South Col Route gewählt, um Everest zu besteigen. Und das war auch die erste Route, die Succes mit der Besteigung von Everest in 1953 gegeben habe, wenn der Edmund Hillary und Tenzing Norgay es geschafft haben, Everest zu überleben. Bergsteigen ist einfach. Es gibt ein sehr, sehr klares Ziel, das Gipfel. Dann gibt es auch einen Anfangspunkt, Basislager. Und dann können wir dann anfangen, so Teilziele reinzulegen, so dass wir immer wieder messen können, wo sind wir, wie kommen wir weiter. Um ein 8000 Meter zu besteigen, gibt es nur eine Möglichkeit, das zu überleben. Und das ist Geduld, Ausdauerkraft und sehr viel Willenskraft. Ich nenne dieses Bild mein Projekt- und Prozessmodell, weil es ist total egal, in welcher Lebenssituation wir sind. Wenn wir irgendwas anders wollen, dann können wir anfangen, es hier oben reinzusetzen auf das Gipfel. Was will ich? Was liegt in die Zukunft? Was will ich? Wo will ich hin? Und dann können wir dann anfangen, auch irgendwie eine Strategie durchzudenken, um auch dahin zu kommen. Und in dieses Prozessmodell ist es so, es gibt Teilziele. Es wird immer wieder Teilziele geben, wenn wir großen Veränderungen erreichen wollen. Hier haben wir erstmal unseren Basislager aufgebaut in 3500 Meter. Dann haben wir eine Woche Pause gemacht. Dann sind wir durch das Khumbu-Eisfall geklettert bis zum Lager 1 in 5800 Meter.
und das dauert so 9 bis 12 Stunden, hier durchzuklettern. Dann sind wir wieder runtergeklettert, hat 3-4 Tage Pause gemacht, sind wieder hochgeklettert bis zum Lager 1, hat hier geschlafen, sind weiter durch die Western Coom geklettert bis zum Lager 2 in 6100 Meter, hat hier geschlafen und ist wieder runtergeklettert. Nochmal 3-4 Tage Pause gemacht und wieder hoch. Bis zum Lager 2 dieses Mal, hat hier geschlafen, bis zum Lager 3, 7300 Meter, hat da geschlafen und dann wieder runter. Das hat das erste Monat gedauert. Dann haben wir eine Woche Pause gemacht und ist wieder mal bis zum Lager 2, 6100 Meter, bis zum Lager 3, hat da geschlafen und hat uns weiter bis zum South Col, 8000 Meter Lager 4 gekämpft. Und da haben wir dann unseren Gipfelversuch angefangen. Um Everest zu besteigen, fordert es wahnsinnig viel erstmal Willenskraft, Ausdauer und dann auch Geduld. Es ist nicht möglich, eine große Marathon innerhalb 5 Stunden zu laufen, dann bringen wir uns selbst um. Aber das, was passiert mit unserem Gehirn und unserer Physiologie, und das ist das, was wir überführen können auf Krisensituationen, auf alle anderen zielerreichenden Prozessen. Auf das Gipfel von Everest gibt es nur 1/3 von der Sauerstoff, das wir nötig haben, um zu überleben. Das heißt, wir müssen unseren Körper verändern, so dass es überleben können mit viel weniger Sauerstoff als normal. Und das können wir nur durch dieses Geduld und Rückschläge aufbauen. Das, was hier passiert ist, wenn wir ins 5800 Meter ankommen, dann fängt das Gehirn an, dieses Milieu zu fotografieren. Und es sagt dann, also diese blöde Frau möchte jetzt, dass ich sie dabei hilft, hier zu überleben. Die ist eigentlich dazu fähig, aber ich bin ja eine Steinaltergehirn, ich möchte gern zum Überleben beibringen. Das heißt, es fängt an, meine Physiologie zu ändern. Bauen meinen Atemrhythmus um, mehr rote Blutzellen, die das weniger Sauerstoff transportieren können und so weiter und so weiter. Eben wenn wir hier eine halbes Kilometer niedriger ist, wo die Sauerstoff reichlicher sind, dann glaubt das Gehirn, dass wir hier oben sind. Und nächstes Mal, als wir hier oben herankommen, dann sind wir besser kapabel, das nächste Stück nochmal das Gehirn dazu beizubringen, uns zu helfen. Diese Erfahrung habe ich versucht, auf alle anderen Projekte rüberzuführen. Dieses erstmal muss ich herausdenken, was ich gerne tun möchte. Danach muss ich irgendwie die Geduld haben, nur kleine Schritte zu machen, mich selbst erlauben, auszuruhen, ohne meine Motivation zu verlieren. Und dann muss ich nochmal ein Stück in das Unbekannte reindringen, dann muss ich nochmal mich selbst erlauben, eine Pause zu nehmen, wieder mal ohne meine Motivation zu verlieren. Und wir Menschen sind ziemlich einfach, und das heißt, jedes Mal, als wir irgendwie eine Zyk-Zee-Reaktion bekommen, motiviert es uns zum Weiterkehren. Aber auf Mount Everest und im wirklichen Leben, besonders in Krisenzeiten, dann bekommen wir diesen einfachen Zyk-Zee nicht so einfach. Dann müssen wir denn irgendwie uns mental darauf vorbereiten, das hier muss ich durch Selbstmotivation durchtreiben können, was es sonst von mir fordert. Es kommt immer wieder Rückschläge, aber ich werde mich nicht dadurch demotivieren lassen, weil ich eben weiß, dass wenn ich wieder mal Ressourcen habe, weiterzukehren, dann bin ich auf einer neuen Stufe, weil mein Gehirn hilft mich dazu. Aber nur wenn ich das Mut habe, das Riskwilligkeit habe, ein hoffnungsvoller Ziel vor mich zu halten, ohne die Garantie, dass es in Erfüllung gehe. Der Scott Fischer war ein Riesenbeispiel drauf, diese Visionskraft in sich zu haben und auch weiterzugeben. Der war, als man in Amerikanisch sagt, eine Larger-than-Life-Personality. Das heißt, der inspiriert immer noch, obwohl er tot ist. Der hat sein Leben sehr, sehr abenteuerlich gelebt. Da hat er überhaupt keine mentale Begrenzungen. Der hat immer wieder groß geträumt
und sofort eine neue Expedition hochgeträumt habe, ist er damit angefangen. Und dann hat er immer wieder diese Lust, alle seine Freunde einzuladen. Und ich werde sagen, mein Leben ist viel langweiliger geworden, seitdem er auf dem Weg runter von Everest ums Leben gekommen ist. Aber dieses Beispiel, andere durch seine Visionskraft zu motivieren, der war der kindische Visionskraft, immer voller Hoffnung, immer voller Willen weiterzumachen, irgendwas Neues, Abenteuerliches herauszufinden. Ich habe die große Ehre, auf Mount Everest gehabt, mit dieser Russe zu klettern, Anatoli Bukrev aus der Kaukasus. Der Anatoli hat nicht sehr viel geredet. Erstmal war sein Englisch nicht sehr gut, aber der wusste auch genau, dass um Everest zu besteigen, um durch eine Krise zu kommen, dann fordert es mehr Ressourcen, als wir eigentlich haben. Das wird es immer tun. Deswegen hat er keine Energie verschwendet mit Reden, weil der hat so viel Erfahrung in den Bergen. Der wusste genau, der Mount Everest wird nicht durch Reden bestiegen. Es wird nur durch knallharter, selbstverantwortliche Arbeit, einen Fuß vor dem anderen immer wieder zu setzen, durch Selbstmotivation bestiegen und auch überlebt. Zu mir hat er, ja, zwei Dinge gesagt eigentlich am Anfang. Warum möchtest du klettern? Du bist ja eine Frau. Keine Kommentare. Das andere, und das hat mir, ich glaube, das meiste beigebracht, um in meinem Leben das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte und auch durch sehr, sehr tiefe Lebenskrisen durchzukommen. Der hat gesagt, wenn du Mount Everest besteigen möchtest, musst du den Willen zum Leiden haben. Und das klingt ja masochistisch. Aber das, was ich festgestellt habe durch meine Erfahrung auf Everest und auch in die vielen Jahren danach, dass es, weil ich zugelernt habe, dass wenn es zu viel von mir fordert, dann ist es nicht ein Zeichen aufzugeben. Das habe ich früher gedacht. Wenn es zu hart war, habe ich aufgegeben und mit Weinen angefangen. Ich bin ja Frau. So bin ich ja sozialisiert. Aber durch dieses einfache Kommentar, das ich denn auf das Besteigen von Mount Everest direkt überführen kann, dann habe ich zugelernt, dass jedes Mal, wenn es zu viel wird, muss ich nicht aufgeben. Ich kann weiterkehren. Ich muss nur dieses Anatoli-Rezeptteil reinlegen, jetzt akzeptiere ich das Willen zum Leiden. Es fühlt sich nicht gut, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, aber ich will das schaffen. Ich weiß nicht, ob ich die Ressourcen habe, aber das ist mir total egal, ich tue das trotzdem, weil mein Ziel bedeutet genug, um dieses Akzeptanz von Leiden durchzuleben. Und ich glaube ernsthaft, dass das ist ein riesengroßen Unterschied im Leben, die Leute, die das wagen, die Risiken einzugehen und immer wieder durchmachen, auch wenn es zu viel wird, stattdessen aufzugeben. So, das ist eine wahnsinnige, wichtige Rezeptteil in diese, wie können wir Krisen in Erfolg verwandeln, dass wir weitermachen, wenn die anderen aufgeben. Weil die das Gefühl haben, jetzt ist es mir zu viel. Pete Schöning, 69 Jahre alt, und der möchte der älteste Mensch werden, dass das Gipfel von Everest bestiegen habe. Ich habe nur eine Frage: Wann fängt ihr an, eurem Alter als Entschuldigung zu gebrauchen, radikale neue Wege nicht zu gehen? Weil irgendwann passiert es für die meisten von uns, dass wir unbewusst damit anfangen, unser Alter als Entschuldigung zu gebrauchen, um keine neuen Risiken einzugehen.